Die SG Flensburg-Handewitt bleibt zu Hause eine Klasse für sich. Mit 36:27 schlägt der Tabellendritte die HSG Wetzlar und baut damit seine makellose Heimbilanz aus. 11 Siege in 11 Spielen. Wir haben ein Ziel diese Saison, wir möchten nicht zu Hause verlieren und das haben wir bis jetzt nicht gemacht und wir sind einfach überragend zu Hause. In den Anfangsminuten überragte allerdings der Gast aus Wetzlar, der schon im Hinspiel den Flensburgern ein Unentschieden abgetrotzt hatte. Beim 6:4 ging die HSG mit 2 Toren in Führung. Doch diese 6 blieb für lange Zeit auf der Anzeigentafel stehen, jetzt überrollte die SG ihren Gegner regelrecht. 9 Tore in Folge. So wurde aus einem 2-Tore-Rückstand zunächst ein Unentschieden. Dank des Gegenstoßtreffers von Holger Glandorf dann eine 3-Tore-Führung. Flensburg in der Abwehr hochkonzentriert und im Angriff mit einem Holger Glandorf in Galaform. Tore aus allen Lagen. Der Treffer zur 13:6-Führung. Schon sein 7. Tor. Das Spiel praktisch entschieden. Und die Gäste aus Wetzlar über 9 Minuten ohne eigenen Treffer. Also wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, haben auch geführt. Und darf man genau das nicht machen, was wir heute gemacht haben, diese leichten Ballverluste im Angriff. Ja, und dann geht die Gegenstoßmaschine Flensburg natürlich los. Und dann beim 13:6, glaube ich, war das Spiel dann auch gelaufen. Zur Pause Flensburg mit 8 vorn. In der zweiten Hälfte hielt die SG den Vorsprung konstant. Matchwinner, na klar, Holger Glandorf mit insgesamt 9 Toren. Mit dem Sieg bleibt die SG Flensburg-Handewitt auf Champions-League-Kurs. Und zu Hause verlustpunktfrei.